Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 3, wo wir gerade immer noch dabei sind, die Basis, die Satellitenstation der Enklave anzugreifen. Und das machen wir doch gerne und löschen sie auch gerne alle aus. Ich habe jetzt hier eine kleine Pistole genommen, mal aus Spaß, mal gucken, wie das ankommt. Wahrscheinlich wird das dann ein bisschen dauern, aber das ist mir dann egal. Bis die kaputt ist, können wir die ja auch mal verwenden. Ich meine, die 10mm Pistole hatten wir am Anfang sehr oft ganz gerne genommen. Und jetzt können wir die auch mal aus Spaß nutzen. Mit unserer Ausbildung sind wir denen überlegen. Ergib dich! Ich wurde So, dann in den Kopf. Mit der Pistole. Wunderschön. Hinten springt der Dog mit rum. In Zeitlupe. Richtig episch. Der Enklave, ich sehe hier gar nichts mehr. Hallo? Ach, du meinst, sie mit dem Gatling Laser rumzuschießen? Denk mal drüber nach, mein Freund. In den Kopf. Man sieht hier einfach fast gar nichts mehr. Den hätten wir, das hier ist auch noch ein Feind. Ne, da ist der Feind. War wohl nur eine Waffe oder so, keine Ahnung. Man sieht hier einfach nichts. War lauter Feuer und Geballer. Vorsicht! Es geht auch mit der Pistole. Ich habe das nicht aus Spaß gesagt. Ich meinte das ernst. Naja. Mal gucken, wie lange die Pistole noch aushalten wird. Wahrscheinlich nicht mehr so lange. Aber das ist ja auch egal. Dann haben wir halt noch andere Waffen, die wir nutzen können. Schnetzeln wir uns einfach mal so durch die Waffenabteilung. Elektrische Leiter, warum nicht? Hier nehme ich nur das Erste-Hilfe-Set mit. Hier ist wahrscheinlich sehr sinnvoller Krempel drin. Nicht. Machen wir mal automatisch. Oh, ein kleiner Lagerraum, wo eigentlich... Nee, was eigentlich eine Toilette ist und kein Lagerraum ist. Dogmeat, darf ich mal bitte? Joa, das fällt dir früh ein, dass du sagst, dass du froh bist, von Megaton weg zu sein. Da sind wir jetzt schon sehr lange quasi fest von weg. Hast du zwischenzeitlich mal kurz da, um dir einen Trink zu genehmigen? Ist ja kein Problem. Ich verurteile dich nicht. Aber prinzipiell waren wir nur auf Tour. Was haben wir denn hier? Satellitenablink-Terminal. Dauerbefehle aktualisieren. Neue Telemetriedaten anfordern. Daten auf Benutzerträger runterladen. Daten heruntergeladen. Uplink trennen. Die Daten zum gelehrten Watchite bringen. Okay, das war's wohl hier schon. Na komm, machen wir das noch mal episch hier in V-Modus. Okay, also mit der Pistole dauert es wirklich ein bisschen lange. Vielleicht nehmen wir dann doch lieber eine andere. Nehmen wir mal die von den Colonel, die Laserpistole von dem. Mal gucken, wie die so ist. Wie die sich so schlägt. Wahrscheinlich besser als eine normale Laserpistole, würde ich mir vorstellen. Wäre ja auch sinnvoll. Okay, es geht jetzt ein bisschen schneller voran. Das macht schon Sinn. Aber wir sollten uns mal eben heilen. Haben wir hier noch Nuka-Cola, schmutziges Wasser und Stimpaks. Stimpaks haben wir immer noch satt und genug. Trotz der ganzen Geschichte mit dem Mutterschiff und so weiter. Und auf der Hauptstadt.
Wir sollen ja jetzt hier raus. Achso, wir sind jetzt wieder hier auch komplett im Ödland. Na ja, das ging ja schnell. Das war ja recht einfach. Was, wenn Feinde in der Nähe sind? Geht das nicht? Kugel sind da fein. Oh, da hinten sind ja noch mehr. Dann locken wir die doch einfach mal an, oder? Ach komm, mach da mal keine Gefangenen hier. Das würde mir jetzt doch zu lange dauern. Okay, wie auch immer die Kakerlake da rumläuft, muss ich nicht verstehen. Also dieser Skorpion. Jetzt ist er jedenfalls tot. Die anderen zwei holen wir uns auch nochmal eben, damit wir auch eine Schnellreise machen können. Mähen wir ja mal eben ein bisschen durch. Das hält natürlich schon recht viel aus. Weil wir das auch sehr schwer spielen. Nummer 1 wäre erledigt. Nummer 2 auch. Nein, ich will nicht warten. Ich will nachladen. Wunderbar. Ja, das nehmen wir mal eben mit. Das andere hole ich jetzt nicht. Ist jetzt nicht so wichtig. Und jetzt können wir mal eben eine Schnellreise machen zu dem Hauptquartier der Bruderschaft. Dahin, die Zitadelle. Dann können wir nochmal eben Sachen reparieren lassen. Und dann wieder ein bisschen was verkaufen. Und dann natürlich auch mit Watchite sprechen. Eins nach dem anderen. Entschuldigung, konnte ich jetzt gerade nicht unterdrücken. Ich glaube, Stufe 47 werden wir auch noch erreichen. Welch ein Wunder. Ach komm, nehmen wir mal mit. Was soll der Geiz? Und runter hier. Zack. War die Tante hier? War das? Ja, das war doch hier, ne? Ja. Wunderbar. Schön, dass wir uns sehen. Ja, schön auch dich zu sehen. Heim mal bitte oder reparier mal bitte meine Sachen. Alien Blaster und die Flinte. Dankeschön. Zeig mal dein Angebot. Ja, die hat ja immer noch nichts Neues da. Aber ja, so lustig es auch war. Das kommt weg. Impulsminen können weg. Die Lasergewehre an für sich können weg. Das kann ich schon nicht mehr leisten. Nimm dieses kaputte Plasmagewehr noch. Und ciao. Ein weiterer. Ciao. So. Watchite, wo bist du? Wahrscheinlich wieder in irgendwelchen 10.000 anderen Korridoren oder der ist da hinten. Er könnte auch einfach nur da hinten sitzen und etwas speisen. Hallo Watchite. Ich kann es einfach nicht glauben. Jahrelange Arbeit und wofür? Eine einzige zusammengeschusterte Operation? Ich warte noch auf die Einsatzbesprechung von Tristan, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt noch ins Gewicht fällt. Jetzt, da Prime weg ist. Es tut mir leid wegen den Roboter. Niemand hätte etwas dagegen tun können. Das mag schon sein, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wir um Jahre zurückgeworfen wurden. Um Jahre! Und es bringt uns um den signifikanten Vorteil, den wir der Enklave gegenüber hatten. Ich habe bei der Relaisstation ein paar verschlüsselte Daten gefunden. Ach ja. Nun, dann wollen wir mal sehen, ob wir sie auch lesen können. Vielleicht erfahren wir ja, was da draußen eben passiert ist. Das wäre wirklich zu hoffen, dass aus dem ganzen Schlamassel auch etwas Positives herausspringt. Danke, dass Sie mir die Daten gebracht haben. Ich glaube, der älteste Lions will auch mit Ihnen reden. Vielleicht sollten Sie ihn suchen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Okay. Der älteste. Wo ist der denn jetzt schon wieder? Der ist wahrscheinlich ganz woanders. Oder? Ja, ist auf jeden Fall nicht hier. Das heißt, wir müssen erstmal wieder nach oben. Seien Sie gegrüßt. Das ist so ein Irrgarten hier. So. Und dann müssen wir hier lang. Zum Ring A ist das doch, ne? Oder ist das Ring B? A oder B? Es ist der Hof. Gar kein Ring.
Wo steckt der Banause? Hey, Vorsicht, Leute. Im Ring A. Dann schauen wir doch mal nach. Hallo. Ich nehme an, dass Sie mit Rothschild gesprochen haben. Ich hoffe, er kann mit den Daten, die Sie geborgen haben, gewaltige Fortschritte machen. Nun, da unsere wichtigste Waffe zerstört ist, laufen wir Gefahr, ins Straucheln zu kommen und die gesamte Kampagne zu gefährden. Ich muss zugeben, dass ich mich jetzt frage, ob es wirklich richtig ist, diese Operation überhaupt durchzuführen. Ist das dein Ernst? Wir haben jetzt so viele von denen kaputt gemacht und jetzt heult er rum, weil wir die Roboter nicht mehr haben? Sie konnten nicht wissen, dass es so kommen würde. Niemand konnte das. Und trotzdem ist es so gekommen. Ich habe meine Tochter und die Bruderschaft, den besten Offizier, verloren. Wenn die Enklave siegt, steht unsere Existenz auf dem Spiel. Und durch den Verlust von Liberty Prime ist ihr Sieg ein gutes Stück näher gerückt. Wir müssen weiterkämpfen. Wir können nicht einfach klein beigeben. Ein wahres Wort. Und deswegen möchte ich, dass Sie mit Paladin Tristan sprechen. Er hat Sie für einen Spezialeinsatz vorgesehen. Und zwar für einen, der sich als fundamental für unseren Erfolg herausstellen könnte. Okay, ich muss jetzt los. Seien Sie gegrüßt. Und wir sind die Stufe gestiegen. Unglaublich, unglaublich. Die Größe zählt. Ach komm, machen wir hier mal Abbruchexperte und machen Explosionswaffen noch mehr Schaden. Warum nicht? Tristan? Um Zeit zu sparen, werden wir die Glückwünsche überspringen und sofort an die Arbeit gehen. Sie sind schon aus so manchen brenzligen Situationen entkommen. Ich hoffe, dass Ihnen das wieder gelingen wird. Ich habe für diesen Auftrag speziell Sie angefordert. Ich denke, dass Sie für diesen Auftrag ideal sind und brauche jemanden, der zuverlässig ist. Ich bin bereit für weitere Jobs. Was brauchen Sie? Aufgrund der Rückschläge, welche die Bruderschaft erlitten hat, befinden wir uns jetzt in einer verzwickten Lage. Wir müssen alle unsere verfügbaren Ressourcen in Stellung bringen, denn die Enklave schlägt bestimmt zurück. Wir glauben jedoch, ein Mittel gefunden zu haben, das unsere Chance auf Erfolg erhöhen könnte. Leider aber müssen wir uns mit Mann und Maus gegen die Enklave wehren. Daher haben wir niemanden, den wir auf eine Bergungsmission schicken könnten. Dann mal raus. Deswegen werden Sie sich zum Olney-Kraftwerk aufmachen und einige Geräte für uns sicherstellen. Was gibt es im Olney-Kraftwerk? Hoffentlich gelingt es Ihnen, eine Tesla-Spule zu finden. Ein experimentelles Gerät aus der Vorkriegszeit. Unsere Gelehrten brauchen Sie, um Ihre kleine Überraschung fertigzustellen, die Sie für die Enklave vorbereitet haben. Gehen Sie zum Kraftwerk, holen Sie die Spule und kommen Sie so schnell und sicher wie möglich wieder zurück. Noch Fragen? Kein Problem. Fragen wir mal, ob wir was bekommen, was uns hilft. Fragen Sie die Gelehrte Valancourt. Sie setzt sich mit der Technologie aus der Enklave auseinander, die wir sicherstellen. Soviel ich weiß, hat sie sich irgendetwas einfallen lassen. Ich muss jetzt los. Ich werde auf diese Tesla-Spule warten, falls Sie eine finden können. Im Labor der Zitadelle sprechen mit der Dame. Wo ist sie denn zum Teufel? Ist das hier das Labor? Ja, das ist das Labor. Und wer ist denn die Dame? Die sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ist die hier unten? Zumindest nicht hier. Ach, die ist da oben, ne? Na toll. Oder ist die hier? Ah, die ist hier. Hallo. Ich habe nach wie vor unglaublich viel zu tun. Ist es wichtig oder hat es Zeit? Wie ich höre, können Sie mir helfen, nach Old Orney zu gelangen? Möglicherweise. Ich meine, vielleicht. Ich glaube schon, bin mir aber nicht sicher. Kommt zur Sache. Ich weiß nicht, wie hilfreich das hier sein wird. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie wirksam es ist. Getestet haben wir es nämlich noch nicht. Aber ich glaube, einen Weg gefunden zu haben, um die Signale zu stören, mit denen die Enklave ihre Todeskrallen steuert. Nehmen Sie das hier. Es ist ein Prototyp, also verlieren Sie es nicht. Todeskrallen-Kontrollstörsender. Ah, okay. Ich hoffe. Also, wir wissen im Endeffekt schon, wofür das ist. Dann ist die Verbindung unterbrochen. Dann können die Todeskrallen quasi die Enklave töten. Aber ganz ehrlich, die machen sie einfach so alle platt.
Deshalb brauchen wir das Ding nicht. So schlecht sind wir da nun auch nicht. So, wir sollen nach oben. Wir kennen diesen Ort ja schon. Da waren wir ja auch schon und da wissen wir auch, dass da die ganzen Todeskrallen sind. Dann wollen wir doch mal sehen. Können wir jetzt hier... wo ist denn das? Das ist gar nicht unter Waffen, ne? Keine Ahnung. Machen wir es einfach so. Oh! So klappt es auch. Klappt sogar ganz gut so. Wunderbar. Formschick. Hier müssen wir ja nichts machen, oder? Ah, Kronkorken, sieh mal einen an. Brauchen wir ja unbedingt. Ist jetzt so notwendig. Blaue. Nö, nö. Brauchen wir nichts von. Dann schauen wir doch mal nach. Kann ich nicht mal rüberspringen da? Was haben wir denn wo? Hier rechts ist etwas. Gehen wir einfach mal dahin. Und schauen mal nach. Müssen wir hier rein? Jawohl, hier müssen wir rein. Und hier müssen wir die Tesla-Spule suchen. Das habe ich erfüllt. Das Optionale. Okay, ich dachte, das hätte ich jetzt nicht erfüllt, indem ich jetzt einfach weitergegangen bin. Ah! Aber ist mir auch egal. So. Den nehme ich ausnahmsweise mit. Muss man eben nachteilen. Warte mal, Jungs. Okay, dann halt so. So geht's natürlich auch. Müssen wir jetzt hier durch? Wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Wir waren zwar schon mal hier, aber ich kann mich jetzt echt nicht mehr dran erinnern. Das ist zu lange her und zwischendurch ja auch Fallout 4 gemacht und Fallout 3 schon so viel passiert. Also ich weiß beim besten Willen nicht mehr, was wir hier, wo wir hier genau hin müssen. Kann ich absolut null sagen. Hier müssen wir so hin. Okay. Was zum... Wie zum Teufel sind Sie hier hereingekommen, Glatthaut? Wer seid ihr und was macht ihr hier unten? Hey, ich bin Wind. Das ist Kid. Wir sind, naja, ist eine lange Geschichte. Das einzig Wichtige ist, dass wir gerade versuchen, den Todeskrallen aus dem Weg zu gehen. Sind nämlich nicht so scharf drauf, gefressen zu werden. Ich habe keine Angst vor den Todeskrallen. Ach ja, dann sind Sie selber schuld. Wo glauben Sie, dass die alle herkommen? Von den verdammten Biestern gibt's ein Nest hier unten. Glauben Sie mir eines, wenn Sie hier unten bleiben, sind Sie tot. Aber ich bin ja nicht Ihre Mami. Ich und Kid machen einen Abgang. Da, wo Sie hergekommen sind, ist die Luft wohl rein. Schließlich leben Sie ja noch. Ja, gut, dann... Danke für die Warnung. Im Endeffekt wussten wir aber dennoch, dass hier... Nein, Doc, ich wollte nicht mit dir reden. Eigentlich wissen wir ja sowieso schon, dass hier Todeskrallen sind. Im Endeffekt ist diese Warnung dann überflüssig gewesen. Dogmeat, ich will da ganz gerne mal dran, verdammt. Darf ich? Danke. Jetzt habe ich hier irgendeinen Müll mitgenommen. Egal. Tut nichts zur Sache. Komm auch so klar. Och, ein Gartenzwerg mit einem kleinen Bötchen. Und aufbereitetes Wasser in der Toilette. Wunderschön. Eine Nuka-Cola. Nehme ich nochmal mit. Da ist nichts. Gut. Dann Sensormodul. Ein bisschen was zu schnabulieren nehmen wir mit. Das hier nehmen wir auch mit. So.
Also zu essen gibt es ja hier reichlich. Jetzt habe ich ja auch schon wieder sämtlichen Müll mit aufgenommen. Aber egal, das können wir ja noch ausmisten. Ich wollte nur die Zigarette mitnehmen, verdammt. So. Das war's hier soweit. Dann gucken wir mal, was uns jetzt in diesem Gang hier erwarten wird. Warte, da gucken wir jetzt gleich nach. Ich kann das gute Zeug doch hier nicht verkommen lassen. Sonst holt das ja niemand ab. So. Nur Müll. Nix. Halbmetall. Vorkriegsgeld. Also dafür, dass hier Todeskreiden sein sollen, ist es bisher ziemlich still. Bisher. Aber was uns in diesem Gang erwarten wird, das erfahren wir erst in der nächsten Folge, die dann übermorgen erscheint. Und bis dahin. Tschüss.